Lieber Wassermann, sehr, sehr spannend, was sich jetzt hier im März für dich zeigt. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht. Wir starten hier quasi mit Schutzkarten. Also das, was jetzt hier wirklich für dich fließt, was bei dir ankommen darf, gleichzeitig mit einem Thema, was dich begleitet und was die geistige Welt dir sonst dazu zu sagen hat, mit den Rückblättern auch hier. Und dann einfach so für den März jetzt Impulse, die dich dabei unterstützen, für dich weiterzugehen, zu erkennen und so ein bisschen den ganzen Verlauf. Wunderschön. Also ich danke dir jetzt schon fürs Dabeisein, fürs Dabeibleiben auch. Und wir schauen uns jetzt dieses wunderbare Reading für dich an. Ganz, 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 ganz stark im Zentrum liegst du selbst jetzt im März. Es geht tatsächlich um ein absolutes Selbstbewusstsein, um dich als Mittelpunkt zu erfahren und dich mit deinem tiefen, 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 wunderbaren Herzen zu verbinden. Ja? Und gleichzeitig sagt die geistige Welt dir da, hab keine Angst, nimm dich bitte wirklich selber an und vertraue. Vertraue, wenn du dich pflegst, wenn du auf dich Acht gibst, dass du die Schöpfung, die Zeugung quasi von Wundern tatsächlich für dich erfahren kannst, wirst, ja, nicht erfahren kannst, sondern erfahren wirst. Das ist quasi wie eine Bedingung im Universum. Das heißt, in dem Moment, wo du auf dich achtest, so soll ich dir das sagen, kommt unweigerlich das Wunder auf dich. Bitte vertraue und gib dir da einfach die Ernährung, die du brauchst, die Körperpflege, die du brauchst, die Zärtlichkeit, die du brauchst und die Ruhe. Also achte da wirklich auf dich selber. Alles ist vollkommen genauso, wie es ist. Ja, schau da wirklich auf die Balance und die Vollkommenheit in dir, dass du bist perfektes Licht. Ja, das ist einfach, du bist die Offenbarung deines Lichts hier mit der Vinci-Code. Einfach, du bist genauso richtig, wie du bist. Ja, erfahre dich jetzt selbst und erlaub dir wirklich, deine Mitte für dich zu stärken, für dich da zu sein und zu vertrauen, dass trotz alledem, selbst wenn du jetzt sagst, oh, ich gebe jetzt Verantwortung ab, ich passe jetzt mehr auf mich auf, ich nehme jetzt eine Woche Pause oder 2 Tage Pause, 3 Tage Pause, wie auch immer, 2 Wochen Pause, je nachdem, wo du gerade stehst. Es ist alles genau wichtig, wie es ist. Du darfst mehr deinen Impulsen, deinen Gefühlen vertrauen. Du brauchst dich nicht mehr verstecken. Du darfst hier wirklich aufgehen für dich. Du darfst hier alte Rollenbilder ablegen. Ja, alles, da ist wie so ein Verzicht dann drinnen. Du darfst hier wirklich dir selbst die Gnade geben, aus diesen alten Geschichten auszusteigen und dich neu zu erleben. Weil das, was wir hier sehen, war, dass du immer wieder gezweifelt hast an, ich glaube, im Außen geht vieles weiter, aber irgendwie hast du aus irgendwelchen Gründen da immer wieder an deinen Gefühlen gezweifelt oder an deiner Auffassungsgabe gezweifelt oder an irgendwas, irgendwo war da ein Zweifel drinnen. Und dieser Zweifel hat dich innerlich immer mal wieder so ein bisschen ausgebremst, zurückgestoßen. Und da geht aber jetzt die Offenbarung rein. Ja, das heißt, hier erkennst du jetzt wirklich, dass du gekommen bist, um Visionen zu machen, um deiner Intuition zu folgen, um einfach für dich dein Leben auszumachen und nicht zu viel für andere da zu sein, soll ich dir sagen. Ja, auch hier sehen wir, auch in der Umsetzung oder mit jemandem, wo noch eine Unreife drinnen ist, da ist so eine karmische Verstrickung drinnen, wo du loyal noch nicht 100% ganz wirklich bei dir tatsächlich angekommen bist, sondern immer mal wieder, ich spüre es auch in der Energie, so diese Kraft entschwindet, ja, wie wenn du deine Kraft einfach woanders hingeben würdest, immer wieder noch. Hol dir deine Kraft zurück, geh hier wirklich mit deinem Gefühl, mit deinem, ja, es kommt immer wieder das Licht, geh immer wieder mit deinen Impulsen, mit deiner Kraft, mit deinem Licht. Du bist richtig und wichtig, genauso wie du bist, und erlaub dir hier einfach einmal diesen Schmerzkörper zu verlassen, ja, den Schmerzkörper zu viel verantwortlich zu sein. Den Schmerzkörper, dich für andere vielleicht manchmal aufzuopfern, deine Zeit für andere herzugeben, zu langsam zu sein für dich. Ja, irgendwie ist da so ein perfektionistischer Anspruch auch manchmal drinnen. Lass den sein. Du bist genauso vollkommen und perfekt, so wie du bist. Ja? Vollkommenheit, Liebe und Perfektion sind bereits in dir. Du bist die Offenbarung deines Lichts. Ja, wunder, wunderschön. Und du bist viel, viel resistenter, als du glaubst, aber das brauchst du nicht aufgeben, um es jetzt wirklich auf die Probe zu stellen. Also nicht aufgeben ist das falsche Wort, sondern du brauchst das jetzt nicht
Ja, da trifft dich immer mal wieder was weg. Es ist so wie eine Energie, die ist da und dann geht sie in der Präsenz so ein bisschen runter verloren. Dann ist sie wieder da, bam, und dann geht sie wieder so runter ein bisschen. Ja? Bremst dich das selber nicht aus. Ja? Bremst dich das selber nicht aus. Du bist genauso vollkommen, wie du bist. Punkt, Ende, aus. Du hast den Schlüssel in der Hand, für dich in die Verankerung zu gehen, in deine Machtposition zu gehen, endlich die Flügel wirklich auszubreiten, aus einem selbstgemachten Konstrukt, ja, wo du dich so ein bisschen ein, ne, so eine Sicherheitszone, Komfortzone hier, fliegst du jetzt drüber, öffnest deine Gefühle, gehst wirklich in deine tiefen Gefühle hinein und kommst damit absolut in die Wunscherfüllung und lässt etwas, wo du dich ausgebremst hast, jetzt tatsächlich sein. Ja, indem du jetzt einfach wieder mehr auf dich hörst und beginnst, das große Ganze zu sehen und deinen Platz für dich in der Welt wirklich einzunehmen. Und zwar ohne Stress, ohne Druck, ja, auch kein selbst auferlegter Druck, der dich dann auch wieder so ein bisschen runterbringt, sondern aus der Mitte heraus, dass du einfach wirklich vertraust und einmal sagst, ich mache jetzt wirklich das, wo ich mich frage und wo ich die Antwort für mich bekomme, das ist richtig für mich. Was will ich heute gerade erleben? Worauf habe ich wirklich Lust? Es ruft dich irgendjemand an und sagt dir etwas. Es kommt jemand zu dir, du spürst, es ist nicht so richtig. Dann sage nein, trau dich nein zu sagen. Und gleichzeitig auch die andere Seite, sag nicht dort nein zu dem, was dir wirklich entspricht, wo du einfach wirklich Bock drauf hast, wo du Lust drauf hast, wo du Freude empfindest. Oder sag dir dort eben keine Dinge, warum es nicht möglich ist, sondern sag dir, es ist möglich. Erlaube dir, dass du jetzt für dich wirklich deinen Platz einnimmst und dir das, was für dich entspricht, möglich machst, weil da liegt für dich das Wunder drinnen, jetzt auch im März, was angestoßen wird, wo du dich mit deinen Gefühlen verbindest, wo du das verborgene Wissen in dir aktivierst und wo du für dich deine weibliche Energie annimmst und den Schlüssel, der für dich da ist, eben um in deine Freiheit für dich zu wandern. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Also lass das alte Herz quasi aus deinem Schmerzkörper, lass das gehen. Du darfst jetzt die Wunder in deinem Leben sehen. Du lieber Wassermann, ich wünsche dir eine wunderbare, geniale, transformative, lustvolle Zeit, um mit dir und deinen tiefen Gefühlen zu fließen. Bis dann. Baba.